Hallo meine poketastischen Freunde der Poke-Unterhaltung, wir packen ein paar Poke-Booster-Poke-Männer aus. Habe ich gehört, diesmal wieder im Spiel und nicht in echt, falls ihr es nicht gesehen habt. Auf Emoji habe ich echte Karten ausgepackt. Das heißt, ich habe scheiß viele Codes wieder und ich habe auch insgesamt scheiß viele Codes und ich habe meine Dankesliste nicht gerade offen. Egal, ich habe mir Schicksalsspiel gekauft, wie ihr seht, habe ich wieder viele und eine Sache muss ich gleich anmerken. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich meine, das habe ich irgendwo erwähnt. Dass ich noch ein Video habe, wo ich ungefähr 50 Mal Schicksalsschmiede ausgepackt habe, welches ich an sich auch hatte, aber das Problem war, dass ich das zu spät geändert habe und dann war das Videomaterial, habe ich dann gelöscht, weil der Platz ausgegangen ist und das ist alles ganz unschön gelaufen, das heißt, das ist so weit weg. Ups. Aber das heißt nicht, dass wir, warte mal, was machen wir überhaupt auf für ein Pack, wisst ihr was? Wir fangen erstmal mit dem geilen Protoshock, das heißt nicht, wir können nicht den geilen Protoshock aufmachen. Und ja, wir werden noch ein paar Schicksalsschmieden öffnen. Geduldet euch, das wird schon alles, ihr werdet schon das sehen, was ihr sehen wollt. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben ein Nidoqueen, welches sehr interessant ist. Seltsames Artwork. Das ist seltsam. Irgendwie stimmt da irgendwas vom Blickwinkel her nicht. Ein Hippopotas, das ist gut. Rotumorph, nur anderes, als ich bisher hatte. Finde ich auch gut. Und als letztes. Ah, daher kommen die mit diesen Artworks her, die Pokémon. Aber du bringst mir nichts, weil ich kein Elektro-Deck habe, mein Freund. Ich brauche eventuell, ich glaube, ich sollte mir ein cooles Wasserdeck wieder machen. Ich glaube, das ist mein nächstes Ziel, deswegen coole Kampf- und Wasser-Pokémänner, bitte. Rihorn, an sich interessant, aber ich glaube, brauche ich ein geiles Rizeros. Und Nidorina, bist du da von Blumen umgeben? Warum bist du denn dann so traurig, wenn du so viele Blumen hast, Nidorina? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Und du, Skoppel, skoppel mich nicht so an, komischer Hase. Manaphy. Obwohl ich inzwischen auch die X-Variante habe. Aber das wisst ihr, das wisst ihr, das wisst ihr. Ich erzähle euch da nichts Neues, Mediti. Okay. Sieht ziemlich genervt aus. Oh shit, das ist Sonnenfehl. Glaubt ihr, dieses Pokémon wird in Pokémon Sonne erhältlich sein? Ich sage nein. Ich hoffe, es ist nur in... Oh mein Gott! Nur in Mond erhältlich. Okay. Okay, okay, okay. Trombok EX. Full Art. EX. Ist ein gutes Pokémon. Guter Pokémon. Erstmal dunkler Wald. Das verteidigte Pokémon kann sich während des nächsten Zuges des Gegners nicht zurückziehen. Ist ein fieser Angriff, aber haut es sich um. Holzexplosion. Dieser Angriff fügt 20 weitere Schadenspunkte für jede an dieses Pokémon gelegte Pflanzenergie zu. Und man startet mit 50 und braucht nur mindestens 3 Energiekarten. Das ist ziemlich super. Das heißt, dieses Trombok ist nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Ich glaube, das, was so gut ist, das ist die Version davon, die sich entwickeln muss. Aber trotzdem, Trombok EX ist ein gutes Ding. Nehme ich gerne mit. Habe ich nichts gegen. So, und das ist unser letztes Protoshock-Booster-Pack übrigens. Da stelle ich mir gerade die Frage, gibt es Protoshock auch in Wirklichkeit? Ich habe das noch nie irgendwo gesehen, wo ich mal so durchgeschaut habe. Das wundert mich nämlich gerade so ein bisschen. Kukuna und Chiss ein bisschen, ja. Cool, Geradax, es geht ab. Und hier haben wir ein Mercargo, welches uns nicht wirklich viel bringt. Na gut, dann würde ich sagen, komm, gönnen wir uns gleich. Machen wir weiter mit der geilen Schicksalsschmiede. Ich meine, wenn ich damit, womit dann? Davon haben wir genug. Ich habe auch insgesamt aktuell wieder scheiß wie Booster. Ich habe doch mehr Codes. Also vielen Dank und wenn ihr noch mehr Codes habt, dann meldet euch. Wenn ihr bald Mogi. Fucking Bronzong. Niemand mag dich. Ich hätte gern Turbo Bronzong, aber dich nicht, okay? Oh Gott, diese Karten. Die habe ich alle erst ungefähr 80 Mal gesehen. Und es gibt auch ein anderes Rokara. Hatte ich das schon? Das hatte ich hier auch schon. Das ist, das wusste ich bis vor kurzem auch gar nicht mehr, dass es noch ein zweites Rokara gibt. Welches allerdings nicht ganz so gut ist. Ey, bleib lieber bei dem Rokara, das ich habe. Und, oh, übrigens, Leute, Schicksalsschmiede. Schicksalsschmiede. Es gibt hier eine ganz gewisse Karte, die wir unbedingt haben wollen. Und das ist Regirock EX. Denn das wäre unglaublich gut für mein Deck. Komm schon. Oh mein Gott. Es ist Vollart Altaria Flauschi EX. Oh mein Gott. Hallo. Hi. Okay, was kannst du denn? Mein prachtvolles Altaria. Machtvoller Vorteil. Wenn dieses Pokémon während des Zuges geheilt wurde, fügt dieser Angriff 60 weitere Schadenspunkte zu und heilt 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Interessant, aber schimmernder Wind. Während des nächsten Zuges des Gegners hat dieses Pokémon keine Schwäche. Auch eher, Du bist nicht sonderlich stark, Altaria X, genauso wie das echte, aber du bist super flauschig und das ist doch alles, worum es geht. Gott, wie gerne ich das in Wirklichkeit rausgezogen hätte und vielleicht habe ich es ja rausgezogen. Nein, habe ich nicht. Kann ich jetzt an der Share auch nicht mehr leuchten, auch wenn die Teile noch nicht alle online sind. Es wird kein Altaria X geben. Amoroso, dich kenne ich auch schon. Nächstes Pack bitte. Was ich auch erstaunlich finde, ich habe hier 50 Stück oder so geöffnet in dem Pokémon Trading Card Game Online. Trotzdem habe ich da noch nicht alle Karten rausgezogen. Das habe ich ja auch noch nicht gehabt.
In Wirklichkeit habe ich das auch schon ungefähr 5-mal, dieses fucking Molly Morba. Und hey, Mew, hey, eine gute Karte. Will ich mich nicht beschweren, bringt mir nur nicht allzu viel. Und allzu viel davon braucht man auch nicht. Aber, ist eine gute Karte. Insofern, das ist ziemlich super. Und natürlich weiteres Rukara. Das ist ja shit. Ah, falsches Rukara. Ich möchte von dem Rukara bitte nur Glitzer der Varianten. Das wäre super. Du. Dich will ich nicht. Dich will ich überhaupt nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben nichts Relevantes. Und hier haben wir... Oh shit, es ist nochmal Mew in einer anderen Glitzer-Variante. Yay. Und hier haben wir... Aerodactyl. Habe ich erst 3-mal ungefähr. Insofern, das ist ziemlich cool. Dieses Aerodactyl. Wahnsinn, bringt mir eine Menge. Also ist es halt, wenn man Booster öffnet, die man schon öfter geöffnet hat. Relaxo. Ich liebe das Bild. Oh, alle Leute sind... Ich weiß nicht, rollen sie jetzt Relaxo gerade weg oder... Sind sie schockiert, weil sie es gerade herumgewälzt hat, damit irgendwas kaputt gemacht hat. Wobei die Lady da hinten aussieht, als ob sie nicht schockiert wäre. Die Typen dagegen... Und sie... das ist eigentlich ziemlich flauschig. Man kennt das. Die übliche Relaxo-Konfrontation. Man kennt ja die Reaktionen der Leute darauf. So, ich würde sagen, mit der Schicksalsschmiede gehen wir jetzt noch bis 35 runter. Weil ehrlich gesagt will ich von Schicksalsschmiede auch nicht unbedingt alle öffnen. Weil wenn man Pokémon ertauschen will, ist die Schicksalsschmiede einfach unfassbar gut, weil ich hatte das Chillerbell noch nicht, weil die Leute alle heiß auf ihre Schicksalsschmiede sind. Und ja, dementsprechend kann man sich damit alles mögliche ertauschen und... Oh, shit! Oh! Ist das super seltene? Oh mein Gott! Okay, Simsalabim X, ich glaube, wir haben jetzt alle drei Varianten von dir. Finde ich gut. Die hatte ich schon davor. Das ist nicht mal was Neues. Bullshit. Finde ich aber trotzdem gut. Ah, wisst ihr was? Was kannst du eigentlich? Rückwärts Salto, zieh eine Karte. Nicht so gut. Wirf eine Münze bei Kopf, ist das aktive Pokémon. Deines Gegners jetzt paralysiert. Das ist auch nicht so gut. Alter, bist du nicht gut. Wisst ihr was? Wir öffnen jetzt noch Schicksalsspiel bis zur nächsten EX-Karte. Denn ich hätte unglaublich gern dieses Regirock. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn man sich so ertauschen will... Oh, fucking Burma-Dame. Wenn man sich so ertauschen will... zahlt man dafür so mindestens 5 Schicksalsschmieden-Booster dafür. Deswegen, ich würde es gerne hier rausziehen. Das wäre doch eine coole Sache. Du schon wieder. Und? Ach, Sepi-Royal. Sepi-Royal, du bist zwar sehr royal und auch ein bisschen Sepi, aber du bist nicht das, was ich wollte tatsächlich. Ich weiß, kaum zu glauben. Wieder das Mew. Ist heute der internationale Mew-Tag. Okay, wir gehen bis 30 runter von Schicksalsschmiede oder bis zur nächsten X-Karte. Also entweder jetzt sind wir fertig oder beim nächsten Booster-Pack. Beim nächsten dann. Verdammte Scheiße, habe ich auch mal mehr rausgezogen. Ich erinnere mich noch als eine Opening, wo ich glaube, ich habe da 10 Booster geöffnet und 4 Stück davon waren die X-Karten. Das war super. Und? Lucario. Das ist nicht das, was ich wollte. Machen wir den unerschrocken Booster auf. Die habe ich ja, ich meine, die habe ich mir vor kurzem für die Münzen gekauft. Zusammen mit dem Megani. Wie spricht man das aus? Megani, oder? Wie auch immer, dafür habe ich mir jetzt auch geholt und öffne das scheiß Pack! Dankeschön. Das war gar nicht mal so schnell, wie es hätte sein sollen. Okay, was haben wir denn Schönes? Ach du Scheiße, alles neue Karten. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Die schauen wir uns natürlich auch gleich an. Traunfugil möchte uns den Weg zum Wasserfall zeigen. Und es ist kein Grummeln und ein Doppelzug. Ist also ganz nett, denke ich. Sichlor, Schlitzerschlag. Sichlor kann schlitzender Schlag in den nächsten Runde nicht einsetzen. Das ist ziemlich schwach, Alter. Driftlon? Keine Ahnung, was auch immer. Pikachu, oh Junge, noch ein Pikachu. Noctua, was kannst du? Du bist wieder interessant für mich. Wirf eine Münze, verändere meinen Kopf während des nächsten Zuges deines Gegners alle Effekte von Angriffen, einschließlich Schaden, der Noctua zugefügt wird. Sehe ich nicht den Nutzen dahinter. Himmelshieb. Der Schaden dieses Angriffs wird durch Resistenz nicht verändert. Das ist auch kein guter Angriff. Das ist keine gute Karte. Schlicht und ergreifend. Oh, aber das ist radikal. Seht ihr den Artstyle? Das ist super mit diesem Knet-Pokémon. Das gefällt mir. Zubiris, yay. Metang, yay. Und! Dodri. Yay. Und es kann den Dauerpicker. Picker. Steht hier! Dankeschön. Ach du Scheiße, das ist eine Unlichtwelle hier. 2 verschiedene Hundus da. Das sind wirklich 2 verschiedene. Und Kramurks. Bist du einfach bereit für die Paarung? Ich nehme ich nicht. Und noch ein anderes Sichlor. Oh, dieses Sichlor ist viel cooler als das andere. Seht es euch an. Ich glaube, der Angriff ist nicht wirklich besser. Insofern, Hier haben wir einen Bluebella. Yay. Das ist, glaube ich, eine relativ gute Ausbeute. Und!
Raichu. Oh, Moment, das ist ein scheiß... Ist das ein seltenes Raichu? Ich bin da gerade unsicher, weil die Schrift da so orange ist. Okay, Mega-Donnerblitz. Lege alle Energiekarten, die an Raichu angelegt sind, auf deinen Ablagestapel. Ja, Spannungsanstieg. Beliebig oft während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Elektroenergie, die an eins deiner Pokémon angelegt ist, an Raichu anlegen. Diese Poképower kann nicht benutzt werden, wenn Raichu von einem speziellen Zustand betroffen ist. Dieses Raichu ist nicht so super. Und hey, das ist das letzte Pack von dem Pack-Zeug, was wir jetzt haben. Öffnen wir es und schauen, was uns erwartet. Oh, das Radfratz sieht auch so aus. Das ist so super. Ich kann Schadfer schon, Tanzer ist uninteressant. Das Fleckmon hat einen guten Tag. Alter, dieses volle Arsch-Pokémon. Oh, das ist Kanimani. Und da ist Pikachu. Könnt ihr das auch sagen? Kanimani und Pikachu. Gut. Macht weiter so. Noch ein Raichu, braucht keinen Arsch. Oh, und das ist die Fortsetzung der Geschichte. Ist ein Apfel auf den Kopf gefallen, Alter. Und da sind ein Divi und Feuerriegel. Wie schön für uns alle. Wie schön für uns alle. Und noch ein Dodri. Dieses Booster-Pack war eine Enttäuschung. Aber gut, liebe Leute, wisst ihr, was keine Enttäuschung ist? Die Tatsache, dass wir im nächsten Part mehr Packs auspacken. Lustig. Bis dann. Gute Nacht. Wir haben echt nichts Gutes gezogen, bis auf Altaria X, oder? Ah, oh, da war nicht gut. Gute Nacht.